Was geht ab YouTube? Ich bin's wieder, euer 666 Flake. Im heutigen Video schauen wir uns meine neuen Karten an, die ich mir auf der YCS Berlin rangeholt habe. Anfangen tut das Ganze mit diesem Dark Magician Girl Token hier, das ich von Zombie Zocker erhalten habe. Der hatte mehrere Tokens mit auf jeden Fall sehr fähigen Artworks und das Magician Girl hat mir am besten gefallen. Von daher habe ich mir das einmal geben lassen. 2 Euro haben wir ausgerechnet. Weiter geht das mit dem Sylvan Flower Knight, den hatte ich ja an Tag 2 in meinen Teilnahmeboostern zum Attack of the Giant Card Turnier. Ghostwick Mary war am ersten Tag im Teilnahmebooster, Main Event. Fürs Umbral Deck habe ich mir jetzt 2-mal Ewiger Albtraum rangeholt, jeweils 1 Euro im Common. Und Yu-Gi-Oh! Dragon hat mir ja berichtet, dass da auf jeden Fall noch 9 Euro Support kommen wird für das Deck. Von daher hier schon mal die 2 Nightmare am Start. Und ich werde euch auf jeden Fall Videos weiter posten dann in Zukunft wieder über das Umbral-Deck, das Umbral-Thema, wenn die neuen Karten rauskommen. Und so ein Albtraum landet dann wahrscheinlich auf jeden Fall mal einmal Main in dem Deck. Hier haben wir noch einen Gravekeeper Shaman, hatte ich ja auch im Teilnahmebooster, Tag 1. Und als nächstes ein Grand Soil Ami, habe ich mir auch rangetauscht und einen nächtlichen Angreifer Super Rare weggegeben. Den brauchte ich nicht wirklich mehr. Wenn man den nochmal zocken möchte, kann man auch in einer geringeren Seltenheit spielen. Dafür jetzt endlich mal Grand Soil am Start. Sieht richtig nice aus. Für zukünftige Bujin-Decks mit Arasuda und Hirume habe ich mir dann nochmal einen zweiten Direwolf am Verkaufsstand geholt. 4 Euro ging der. Habe ich jetzt 2 am Start. Und die machen auf jeden Fall Sinn in dem Deck. Also man wirft V ab, sucht sich Hirume, entfernt den V, um Hirume zu specialen. Beim Entfernen des Vs kann man Arasuda noch specialen, Overlay zu Direwolf, Backrow geschossen und danach Bush Incarnation aktiviert. Auf jeden Fall eine nette Geschichte. Und für mein Bujin-Deck, was ich jetzt in Zukunft zocken möchte, habe ich mir noch einen zweiten Kagutsuchi-Alti geholt. Der ging 8 Euro. Also jetzt 2 Kagutsuchis hier am Start und ich werde mal wieder Bujin mit Tensu zocken und mehr Bär und vielleicht auch noch einen Gorilla reinnehmen. Gibt es auf jeden Fall noch ein Deck-Profiler in den nächsten Tagen. Außerdem habe ich noch einen Trade gemacht. Weggegeben habe ich den Neo Galaxy Ice Dragon. Der geht ja knapp 10 Euro, bisschen über 10 Euro. Und 3 Mega Raptor Super Rare. Also jeweils 1 Euro Stück. Und habe mir dafür mal so einen Tsubawa General hier rangeholt. Den gab es ja auch als Shine Card für die Sammlung. Und außerdem eine betäubende Magierin, weiß ich jetzt noch gar nicht, in welchem Deck ich die zocken werde. Vielleicht gebe ich sie auch wieder weg, wird sich zeigen. Und schließlich endlich noch eine dritte Bujin Incarnation für zukünftige Bujin Builds. Soweit zur Ausbeute hier vom 666 Flag. Also auf jeden Fall ein paar nette neue Karten rangeholt und einen schönen Token hier. Daumen hoch dafür. Morgen gibt es dann höchstwahrscheinlich die Slideshow. Lasst euch die nicht entgehen, wird auf jeden Fall wieder richtig fähig. Also ganze Fotos vom 666 Flake, die ihr hier bei der YCS Berlin gemacht habt. Gebt euch das. Bleibt immer dran. Euer 666 Flake.